Hallo Leute und willkommen zurück bei Realm. Oh shit, oh shit. Okay. Genau. Nachdem sogar Windows das als komisch betrachtet hat, gehen wir direkt rein und zocken eine Runde. Und wir reden direkt. Wie geht's denn so? Seid ihr öfters hier? Okay, so. Nachdem ich erstmal meine absolute Behinderung ausgelassen habe, was sein muss an einem Tag von mir. Mindestens einmal. Was kann ich denn reden? Ja. Wir waren schon länger nicht beim Realm. Ich habe schon länger kein Let's Play mehr von Realm gebracht. Also jetzt, Let's Play, Let's Play. So. Nicht irgendwelches Vorschauvideo, nicht. Ich habe gerade in der letzten Zeit viel gestreamt. Oder ne, ne, viele. Aber halt. So, ich habe jetzt. Macht auf jeden Fall richtig Laune, meiner Meinung nach. Also, ich habe vor, auf jeden Fall öfters zu streamen. Sogar, so, es müssen ja nicht viele Leute da sein, aber ich habe es einfach gern, falls ihr irgendwen da habt, da zum Reden. Das macht Laune. Und ich habe ja auch. Ich hatte auch schon. Ich hätte jetzt auch schon ein paar englische Viewer drauf auf dem Ding. Auf dem Trial hier auf Twitch und so weiter. Mit denen kann ich mich ja auch komplett unterhalten, ohne Probleme. Und es hat Laune gemacht, auf jeden Fall. Also. War richtig geil. Und ja. Hoffe ich einfach, dass ich halt mehr sehe vielleicht von euch. Das wäre richtig geil, aber gut, bei manchen laggt vielleicht aber auch der Stream und so weiter. Und jedes Mal, wenn mir wer sagt, da irgendwas am Lag genau. Am Stream stimmt nicht, dann gehe ich hin und versuche das zu fixen, aber manchmal liegt es auch einfach nicht an mir, weil. Wenn ich selber einen Stream gehe und dann schaue und da ist halt alles okay, dann weiß ich auch nicht. Dann ist wahrscheinlich eure Internetleitung oder sonst was. Aber ich will hier keine irgendwie jetzt Finger zeigen. Das kann auch bei mir liegen, logischerweise. Das war so behindert mit diesem dummen Bug, den ich da hatte. Das lag an der Webcam. Das war richtig behindert. Ich habe eine Weile nicht aufgenommen und auch nicht gestreamt, obwohl ich, also das war ich glaube letzte Woche am Wochenende. Also ja doch, letzte Woche am Wochenende. Nicht dieses, das letzte. So. Da hat mein Headset, oder nee, nicht mein Headset, aber jedes Mal, wenn ich Stream-Vorschau-Aufnahme oder ein Stream gestartet habe, egal was, habe ich so ein Knacken gekriegt, sobald ich irgendwas angemacht habe. Musik, Spiel, halt allen möglichen Sound. Es hat einfach angefangen zu knacken. Es lag nicht am Headset, weil sobald ich Stream-Vorschau oder sonstiges zugemacht habe, ging alles. So. Und ich natürlich komplett verwirrt. Ich habe so lange versucht, das zu fixen, dann ging es mir auf die Nerven. Und am nächsten Tag, oder nach ein paar Tagen, weil ich musste noch was tun, und nach ein paar Tagen, zwei, drei Tagen, habe ich es dann gefixt gekriegt. Und weil ich gemerkt habe, beziehungsweise ich habe halt probiert hier, ich habe ja hier, ich nehme die ganze Zeit mit OBS auf, ich habe hier Quellen, und dann habe ich halt alles so durchprobiert, an was das liegen könnte. Dann mache ich die Webcam aus, auf einmal, alles gut. Ich denke mal so, liegt jetzt nicht ernsthaft an der Webcam, oder? So, und ich erstmal so, what the fuck, so, und vielleicht merkt man das, aber so, die Webcam unten, da gehe ich gerade mit der Maus drum rum, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht, aber, ihr seht meine Webcam, weil ich hier unten bin, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, hat es einfach richtig umgebackt, es war richtig behindert, keine Ahnung, so, und dann habe ich die Webcam-Auflösung runtergestellt und, ja, jetzt geht alles. Wo ich glücklich drüber bin. Wäre es was anderes gewesen, hätte ich mich richtig aufgeregt. Zum Beispiel das Headset oder so. Wäre es jetzt am Headset gelegen, hätte ich mich richtig angepisst. Ich hole mir ein neues Headset, eine Woche später ist schon wieder. So, ich dachte mal heute so. Was habe ich schon echt lange nicht mehr gebracht. Und ich habe auch darüber mit einem Kumpel geredet und so weiter. Und ich dachte mir dann so, weißt du was, ich mache heute mal wieder Realm. Ich habe mir auch wieder meine alten Realm-Videos mal angeschaut. Und habe da einfach wieder Lust drauf gekriegt, so. Weil, auch wenn das Spiel fast tot ist, wie ich es so nennen muss, aber trotz allem macht es mir Spaß, während ich spiele jetzt hier so 15, 20 Minuten lang einfach zu quatschen und so weiter, ein bisschen über ein bisschen Themen zu reden. Ja. Weil ein bisschen zu chillen. Und natürlich auch, ihr feiert ja Realm total, deswegen. So ist auch natürlich nice dann. Und wisst ihr, was mir auch noch eingefallen ist, was richtig blöd ist? So,
Ich habe noch gar kein 500-Abo-Special gemacht. Und 500 Abos sind für mich halt schon etwas, deswegen wollte ich dafür eigentlich schon ein Special machen. Ich weiß bloß nicht genau was. Weil das ist alles so Standard, also. Ich weiß nicht. So, falls ich Lust hätte, weil ich mache, also jetzt, wenn ich jetzt nicht aufnehme oder hier am Rumtrainieren bin, halt in meinem Zimmer und so weiter, weil ich gehe jetzt, also ich würde nur ins Gym gehen, wenn, also mit einer Person, weil alleine finde ich das erstens langweilig, meiner Meinung nach, und zweitens, Ding, ist einfach, also so, hier habe ich meine Ruhe und kann meine Übung machen und in Ruhe halt. Und im Gym, wenn du da an den Geräten was machst, dann so, du hast deinen Zeitplan und so weiter, du willst die, jetzt halt deine Sets halt so machen, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt mache ich das. Dann gehst du da hin, dann sitzt da einer und du sitzt da und denkst dir so, what the fuck, ja super, jetzt kann ich nicht weitermachen, so scheiße. Genau das ist es, deswegen. Und was ich halt sonst noch so mache, ist halt ein bisschen, jetzt denkt man sich so, oh shit, aber so, auch halt, ich mach's jetzt nicht so hart wie die überdimensionalen oder so, aber ich renn schon mal gerne durch die Gegend oder springe über irgendwelchen Scheiß drüber oder so, also so ein bisschen Parkour, weißt du, ein bisschen. So jetzt nicht das übertriebene Shit, wo ich auf, also ich würde glaube ich nicht auf der Kette dann, weil ich glaube mir sonst die Hosen scheißen würde, nee, eigentlich nicht, ich find's eigentlich relativ witzig, aber das Problem ist, Wenn du überall solche Dreieckscheiße hast, dann. Oh, was ist da los? Aber so, ja. Keine Ahnung, dann habe ich mir so überlegt, einfach wie so ein. Mein Handy so einzupacken. Nein, ich bräuchte dafür eine GoPro, logischerweise, aber halt mein Handy vielleicht so zu nehmen, dass man das aufnehmen kann. Wie soll man so ein Parcours-Video, so. Extra für euch, so. Was weiß ich, irgendwie so durch die Gegend springen oder so. Entweder müsste mich dabei einer aufnehmen oder ich müsste halt von Ding, aber ich habe keine GoPro oder sonst was. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich mein's ernst. Keine Ahnung, ich überlege, was man machen könnte. Weil es wäre schon irgendwie witzig, sowas zu machen, aber keine Ahnung. Ich will irgendwas im Real Life machen. Ich mache meinen eigenen Song. Bei 500 Abos. Na, scheiße, da konnte ich nicht wirklich jetzt drauf kriegen. Fuck it. Na, keine Ahnung, mir fällt bestimmt noch irgendwas ein, aber halt, keine Ahnung. Irgendwas mache ich noch. Schau mal, vielleicht kann ich ja. Was weiß ich. Oh, Pentarakt, ja, das ist das Special Gebiet vom guten alten Ninja. So, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, halt, vielleicht kann ich irgendwie ein paar Freunde fragen, vielleicht eine Fußball-Challenge machen oder so jetzt, das ist halt auch wieder so eigentlich für die FIFA-YouTuber und alles, aber, ja, okay, eigentlich, so, keine Ahnung, so ist Jux, weil zurzeit ist ja EM und so weiter, und ich weiß nicht, vielleicht schaut ihr die ja und so weiter, ich bin ja für Tschechien und die haben jetzt 1-0 verloren gegen Spanien, weil Iniesta komplett Spanien gecarried hat, meiner Meinung nach. Wirklich, das komplette spanische Team hat normal bis halt standardmäßig, oder von gut bis Standard. Und der Einzige, der wirklich viel konnte, war Iniesta, meiner Meinung nach. Wenn ihr euch nicht mit Fußball auskennt, ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine jetzt bloß die sich auskennen, verstehen, was ich meine. Und ja, aber Tschechien, die reißen es noch, ich hoffe schon. Also, ja. Weil in dem Spiel, also Tschech hat super gehalten, die Verteidigung von uns war auch super, aber halt Iniesta. Also sich verbissen. Also sich verbissener. Nee, aber so. Keine Ahnung. So, ich habe Respekt vor den allen. So, auch wenn mir. Auch, so, es ist ja normal, dass man sich einfach aufregt, wenn irgendwelcher Typ gegen dich, gegen deinen Lieblingsverein oder Team oder Land oder whatever, halt ein Tor macht. Da bist du schon mal ein bisschen pisst. Da machst du nix. Und halt, dass man da vielleicht eine Fußball-Challenge machen könnte. Dass ich vielleicht ein paar Freunde irgendwie aufgabel und dann könnte man da auch was machen. Ich schau mal. Dafür brauche ich auch eine scheiß Kamera. Ich,
muss mal meine Kamera holen. Mit so, mit Stativ und allem. Und dann geht nicht so funktionieren. Wo ich auch noch darauf aussprechen will, ist, wie ich die Folgen hier mache. Weil ich habe mir überlegt, deswegen, das werde ich auch werde ich als Titel machen. Und vielleicht ein Straw Poll. Also was schon so, erkennt ihr, ich denke, die meisten kennen Straw Poll halt. Und dann werde ich so machen, dass entweder mache ich so, das liegt dann an euch, ob ich die eine Part so normal halten werde, wie ich es halt immer schon getan habe, oder dass ich halt länger aufnehme. Natürlich für mich dann mehr Zeit zum brauche, also ich muss mehr Zeit investieren ins Schneiden, Rendern, alles weitere habe ich ja aber auch schon bei, mache ich ja schon bei Skyrim und habe ich auch bei hier Joy of Creation, als ich das Horrorspiel, das Five Nights at Freddy's Ding, habe ich auch schon sehr, also musste ich auch viel schneiden und so weiter. Halt die ganzen Parts, wo nichts passiert ist, die Ladedinge und so weiter, habe ich immer weggetan, so damit halt schön aneinander rein und halt sehr, also ordentlich auf jeden Fall ist. Und ja, dass ich halt entweder so mache, dass ich halt kurze, also so, sagen wir mal, 7-8 Minuten Parts, hört sich kurz an, aber dafür würde ich, also ich könnte mehr machen, weil das Rendern schneller ginge, ich müsste halt nur ein bisschen mehr schneiden, aber gut. Ich müsste halt länger aufnehmen, aber ich könnte schon irgendwie auch mehr machen. Es wäre nicht so viel zum Schauen, dann könnte man sich, und es wären halt wirklich entweder nur Highlights oder Themen, die ich bespreche. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit, jetzt zum Beispiel, ich bespreche jetzt das Thema, das würde ich drin lassen. Und dann, wenn wieder nichts ist, und ich gerade nicht weiß, was ich reden soll, beziehungsweise halt jetzt gerade nichts im Ream ist oder so, dann würde ich halt einfach sozusagen das wegschneiden, solange nichts passiert, und sobald ich irgendwas habe, zack, geht wieder weiter. Versteht's? Dass ich es so machen werde, entweder ich lasse halt über die YouTube-Kommentare oder halt, ich lasse glaube ich über die Kommentare, weil da seid ihr irgendwie, da bin ich mir einfach sicher, da seid ihr aktiver. Also weil, ja, Strawpo war auch eine Idee, aber irgendwie die Kommentare, das ist mir irgendwie ein, keine Ahnung, da könnt ihr nochmal eure Meinung dazu sagen oder so, keine Ahnung, vielleicht auch andere, jetzt andere Vorschläge machen. So, versteht, was ich meine. Das wäre immer noch geil, wenn ich jetzt einen Kraut droppen würde, Alter. Aber gut, ich habe einen. Also, passt schon. Ich hätte gerne lieber einen Jackal und auch mal einen von beiden. Das wäre jetzt ziemlich geil. Dann hätte ich noch eine richtig geile Whiteback. Kraut ist ja auch schon extrem geil, aber so ein Augen oder Jackal auch schon richtig nice. Das ist ein ganz einsamer Typ. Ganz im Ernst, ja. Aber gut. Wenn man so Aufmerksamkeit kriegen muss, dann, ja, dann weiß man, dass man irgendwie echt verschissen hat. Bei mir so im Allgemeinen macht mir das wirklich viel Spaß. Trotz allem, auch wenn es halt mehr Zeit anspricht und so weiter, aber das Ganze zu schneiden und so weiter, immer schön die Frames wirklich abzugehen, jeden einzelnen, und dann wirklich perfekt halt so schneiden, dass es schön sauber ist und so weiter. Das macht mir persönlich eben immer noch Spaß, weil ich halt damit irgendwas zu tun habe. Und keine Ahnung, so, ich will jetzt nicht unbedingt irgendwie, was weiß ich, für Effekte einfügen, das will ich auf jeden Fall, also, keine Ahnung, so, das ist einfach nicht meins, so. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich wie, gebe ich offen gesagt zu, aber also ein paar wüsste ich schon, zum Teil wüsste ich schon, aber halt, es ist einfach nicht meins. So, wenn ich was einfügen will, dann könnte ich es schon tun und dann werde ich es wahrscheinlich auch machen, aber solange ich es nicht muss, mache ich es auch nicht. Aua. Ein Ubegott. Mal sehen. Psst. Redest du wieder mit mir? Katze. Meine Katze. Und jedes Mal, wenn ich dann so mache, dass das mal kurz mal aufhören soll, dann mach.
So immer so. Nee, kein Bock aufzuhören. Das ist genial. My cats. My lovely little cats. Ein Purple. Weißt du, ich krieg richtig gute Attacks und gehe noch richtig. Also jetzt nicht deep, aber schon. Ja. Also für meine Verhältnisse sehr, sehr heftig rein. Nix! Und dann werde ich mal so zwei Stars werfen. Oh, da kriegst du Loot. Logic. Hm. 15 Minuten, okay. Hm, aber was kann ich denn noch reden? Ich weiß nicht. Also scheiße, wenn Let's Play nichts einfällt zum Reden. Manche benutzen ja Skripte oder so, oder jetzt ganz im Ernst, die benutzen irgendwie für ein Video ein Skript, aber das ist ja auch irgendwie nicht meins. Das wäre wie, als ob ich in der Schule hocken würde und irgendwie ein Referat machen würde. So würde es mir vorkommen, ganz im Ernst. Ich rede lieber einfach aus dem Freien raus und lass mir was einfallen. Ich weiß nicht, überlegt die ganze Zeit, was ich jetzt für das Auswärtsspiel machen kann. Weil das ist schon eine Nummer, deswegen. Es ging mir auf den Sack, da nichts zu machen. Ich weiß nicht. Was gibt's denn? Also ich weiß nicht, vielleicht könnte ich irgendwelches so Special für. Also als Video machen. Oder vielleicht sogar eine, so, so eine 500 Abo Special. Serie, die hat wegen den 500 Abonnenten angefangen hat. Fällt mir aber auch nichts ein. So, da könnte man könnte schon irgendwie geilen Scheiß machen, aber. Ja. Mir fällt im Allgemeinen gar einfach nichts ein. Das können wir mal machen. Vielleicht fällt euch auch was ein. Vielleicht fällt euch was ein. Ja, irgendwelchen Prank oder so. Ja, das ist jetzt auch wieder so. Aber gut. Ja, so einen Scheiß könnte man schon machen. Irgendwas wird mir einfallen. Ja, irgendwas wird mir einfallen. Weil mir fällt fast immer was ein. Außer ich habe mal wirklich keine Ahnung. Das ist selten. Oder in der Schub. Aber gut. Immer so witzig, wenn ich mich selber anschaue im OBS. Das ist aber genial. Weil ich sehe mich ja selber nicht. Ich kann mich ja eigentlich schlecht selber sehen. Aber wenn ich im OBS drin bin, dann kann ich mich ja sehen. Und das ist ziemlich interessant. Dann sehe ich mal, wie ich aussehe für andere Leute. Und das ist erschreckend und witzig zugleich. Nennen wir es so. Könnte man ja sagen, für welches Team hier in der AM sind. Wahrscheinlich die meisten für Deutschland. Ah, ja. Aber halt, ich zum Beispiel bin für Tschechien. Deswegen. Bleibt stehen! Alter, ich dachte gerade, ich blink, Alter. Scheiß bin doch das. Ich wollte gerade Hühnchen sagen, ja. Hasenviech. Richtig. Okay. Dadurch, dass mir jetzt fast nichts mehr einfällt und ich die ganze Zeit nach am Ends machen bin und jetzt die Folge schon 19 Minuten lang ist und ich will heute noch ins Bett. Ja, eigentlich denke ich. Das ist noch ziemlich früh. Ich sage nicht müde, aber ich glaube, ich hole mir jetzt mein Ding, wie heißt. Echt. Trainiere. Naja, genau. Ich werde das jetzt so machen, dass ich das ganze Zeug mache. Dann trainiere ich und dann hole ich mir wahrscheinlich mal einen Frozen Watermelon Energy Drink. Oh shit. Und dann wird wahrscheinlich weitergemacht. Vielleicht kriege ich das Video auch noch heute raus. Heute so nachts um 0 Uhr wahrscheinlich. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Moi. Oder. Me.
oder ja oder keine Ahnung. Ich habe drei verschiedene. Ja, ja ist tschechisch für mich. da habt ihr wieder was dazu gehört. The more you know. Okay, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.